Aus seinem neuen Gedichtband Eintagsfliegen las Literaturnobelpreisträger Günter Grass am Freitag im Studio des Deutschen Theaters in Göttingen erstmals öffentlich vor. Dabei präsentierte er dem Publikum in dem kleinen Saal einige der Gedichte aus seinem Buch, das erst kürzlich erschienen ist. Ifion. Sobald ich vorbei an Lübecks gotischen Giebelhäusern, die seit Palmsonntag 42 geblieben sind, junge und ältere türkische Frauen mehr schreiten als gehen sehe und ich ihrer Kinderschar der farbigen Kopftücher erfreue, scheint mir die Stadt dem Mittelalter näher gerückt, doch zukünftiger Wandlung sicher zu sein.